Fans. Hand. Ende. Gates of the Forest. Im Glück der Herrlichen. Dann denke kurz nach. Ein Wort hilft dir, das hilft dir ganz klar. Was würden die denn tun? Die Bäume erschießen? Und die keine Ballen ausgraben? Ja, ne? What the hell? Gut. Bastian Drittel. Basti ein Drittel. Ich hab das Gefühl, sobald das hier zu ist, haben wir den nächsten Teil schon announced. Ich meine, wenn man denkt, dass man am Ende Virginia fickt und man hier die Suns spielt. Ja, im Titel ist es trotzdem. Ja. Suns of the Forest. Ja. Suns of the Forest, wenn implizieren, dass der Wald irgendwas gebärt hätte. Oder Männchen, die Kannibalen. Ja. Hippie-Kultisten umbringen. Achso. Genau wie Timmy. Gut. Ach so. Gut. Yeah.
Warum ist in so wenigen Spielen guter Parcours? Wenn wie viele Spiele mit guten Parcours gibt's? Mirror's Edge, Dying Light. Ich meine, da ist es halt wieder so automatisiert wie in jedem Assassin's Creed. Es sieht gut aus, ja, aber ich meine eher vom Gameplay her. Ich meine, ja, da hat es auch welches vom Besten in Assassin's Creed, aber wenn man es halt mit sowas wie Mirror's Edge und Dying Light vergleicht, naja. Ich bin besser. Ja, stimmt. Titanfall war richtig gut da. Im kompletten Movement. Ja, in Infinite Warfare, ja. Infinite Warfare war halt einfach, hey, Titanfall und Crysis. Die hatten da ja auch so komischen Power Suits. Hammer. Hast du es apropos mitbekommen mit Black Ops 5? Nicht 5, 6. Call of Duty Black Ops 6. Der wurde vor kurzem announced, der sechste Teil von Black Ops. Genau. Kommt dieses Jahr raus. Es gibt fünf. Aber weißt du, was super ist bei fucking Black Ops 6? Weißt du, wie groß es ist? 300 Gigabyte. Und anscheinend die Grafiken, also die Grafik davon, nicht included dabei. Deswegen ist halt, ja, ich meine, ja, also für Battle Story und normal. Die Texturen wollen die dann über fucking, dass du das halt während dem Spielen runterlädst, temporär, und die dann wieder gelöscht werden anscheinend. Also brauchst auch in der Singleplayer-Campaign dann eine Internetverbindung, damit du Texturen hast. Activision. Ja. Ja. Weißt du, wie viel das kostet, die normale Edition davon? 80 fucking Euro. Ja. Fucking Activision. Bei Call of Duty gibt es wenigstens drei verschiedene Geschmacksrichtungen. Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Ja. Aber FIFA nicht. Ja.
2049. Oder war das Anno? Man sieht, was ich gerade denke. Pennen. Sekunde. Wo ist die nächste Hütte? Da. Oder Speck. Die Speck. Uhu. In Gladiator, Vitarius. Gut. Telefonmast! Gut. Mein Telefon, Mann! Ja. Hast du es übrigens mitbekommen, dass die ein neues Doom announced haben? Gut. Vor irgendwie einer Woche? Gut. Ja. Das ist dann mit dir Doom. Gut, warum wissen Sie darüber, wie es gemacht wurde? Das ist kein Metroidvania. Nee. Das ist nur eine DB-Karte, das heißt nichts. Die einzigen Waffen, mit denen es mir bewusst ist, dass man vorbeigehen kann, sind die, die man halt bei Secrets schon vorher finden kann, bevor man die eigentlich bekommt. Heute wieder weiterbauen, muss noch paar Figuren verhauen. Ich meine, da wir dann gesagt, hey, hier ist gerade Richtung Ende vom Level, kannst dich jetzt zurück teleportieren, um noch Zeit zu suchen. Das nächste Doom so semi-medieval Doom ist, man hat trotzdem eine Shotgun und so. Semi-medieval? Da hat man statt einer Kettensäge eine Kreissäge, die an einem Schild dran ist, den man werfen kann, wie Captain America. Hat sich auch ein bisschen hinterfragt, weil
Es ist du, wofür braucht man den Schild? Munition und um Stevens umzubringen. Und Musik. Da bekommt man doch keine Munition für. Oder bekommst du Leben. Kelvin, sag mal, was ist dein Problem? Lässt mich ohne Holz da stehen. Nimmst mir alles weg, du Affe. Denkst wohl, dass ich so ne schaffe. Fick dich, Kelvin. Sagen wir diesen. Und es sind immer wieder. Hören sich doch alle gleich an. Komisch. Ja? Hä? Welches? Ist die Armbrust wieder? Ist die Reload wieder? Was für ein Problem dann? Ach so. Nicht. Warum? Doch. Jetzt. Fick dich. Hä? Fick dich, OBS. Hat schon wieder mein Mikro nicht aufgenommen. 2 Folgen jetzt. Lang nicht. Gut. Wir nehmen einfach die erste Folge und tun dann so als... Keine Ahnung. Ich habe Schizophrenie. Soll ich, oder? Ja. Oder soll ich die nachsynchronisieren und irgendwas sagen, was ich nicht gesagt habe? Ja, das wäre auch gut. Ich erkläre es dann einfach nicht. Das wäre dann blöd, wenn ich das hier jetzt bemerke, keine Ahnung. Aber ich hasse das, was soll das immer? Ich hasse PS4-Controller, dass die sowas machen können. Dass die einem einfach sagen, nö, ich will dein Mikro sein, ich brauche dich jetzt als Mikro. Hallo. Ich bin's, dein Mikrofon. Oder was? Ich bin eine Nikon. Hallo, ich bin's, dein Fernseher. Das ist halt so eine Scheiße halt auch. Sollen wir dann lieber noch eine dritte Folge machen? Nö. Weil eine Folge, wo ich nur 4 Minuten drin rede, ist nicht wirklich... Weiß ich nicht. Hm. Guck mir halt dämlich vor. Wie disjointed hört sich das denn an, wenn man nur meine Seite der Konversation hört? Keine Ahnung, soll ich? Und ich dann irgendwas zu sehen? 2042? Fievels Call of Duty in anderen Geschmacksrichtungen. Laber. Ich muss einfach nur sagen, ja, übrigens, Donald Trump, richtiges Arschloch. Call of Duty in anderen Geschmacksrichtungen. Ich hasse es. Warum macht PlayStation sowas? Warum Sony? Warum sind die einfach Arschlöcher? Warum ist das generell bei japanischen... Konzern, so dass die einfach Arschlöcher sind. Warum ist das sowas Konsistentes? Weil die japanische Arbeitskultur scheiße ist. Weißt du, wenn ich da Politiker wäre, direkt alle rausschmeißen. Aus dem eigenen Land. Was würdest du rausschmeißen? Leute, fucking Firmen? Ja. Leute und Firmen, okay. Ich meine, Deutschland macht das ja sogar besser. Und die sind sich sehr ähnlich. Aber hier in Deutschland, da musst du teilweise halt einfach, wenn du zu viel arbeitest, halt raus. Das machen die dort nicht, da werfen die dich einfach nur raus. Aus dem Fenster.
Ich meine, guck dir meine Situation mal an. Ich muss jetzt 5 Wochen halt nicht arbeiten, weil ich einfach zu viel habe. Ja. Ich Ja, einfach ich tot guck. bin. Astronaut. Und ich singe ein Lied. Okay. People screaming. Brains. Und dann hauen wir einfach ab und beenden mit Glatzmatz. Gut, man sieht sich dann in der nächsten Folge, wo ich hoffentlich auch reden darf. Das ist unser Beat. Das ist unser Beat.